Ich habe hier eine Fahrtenabrechnung und ich will hinter jeder Fahrt hier in der Zelle die Möglichkeit haben, aus einer Auswahl zu bestimmen, was ich dort gemacht habe. Mein Name ist Pirmin Lehner. Ich erstelle zuerst aus dieser Tabelle eine intelligente Tabelle, klicke in die Tabelle, als Tabelle formatieren oder dann eben mit Ctrl-T. Ich nehme einmal diese Tabelle hier. Jawohl, die Tabelle hat Überschriften. Okay. Und fahre nun fort. Ich stelle den Cursor in diese Zelle, gehe zu Daten. Bei Daten, man sieht es bei mir kaum, Datenüberprüfung. Datenüberprüfung. Ich wähle hier Liste, denn ich habe hier bereits eine Liste erstellt. Wo ist die Quelle? Eben, wo ist diese Liste? Klicke hier drauf und ich markiere diese Zellen hier ohne Überschrift. Okay. Und jetzt erscheint hier der Auswahlpfeil und ich kann sagen, was ich denn dort gemacht habe. Jetzt wäre das noch schön, ich hätte auch die Möglichkeit, nichts zu wählen. Ich mache das nochmals. Ich trage hier dieses Angebot eines nach unten und mache nachher die Auswahl mit dieser leeren Zeile. Also, ich mache das nochmals. Ich stelle den Cursor also nochmals in diese Zelle. Ich gehe zu Datenüberprüfung. Ich stelle das wieder ein bisschen nach unten. Es ist immer noch eine Liste und die Quelle, die bestimme ich jetzt. Die Quelle geht von dieser leeren Zelle bis zur Weiterbildung. Okay, und jetzt habe ich hier auch die Möglichkeit, nichts zu wählen. Ich will das nun hier bei allen Zellen genau gleich, also ich ziehe das nach unten und überall kann ich nun die Auswahl treffen, die ich hier rechts gewählt habe. Ich verbessere das Ding noch. Ich stelle den Cursor nochmals in die erste Zelle, denn wenn ich hier noch ein weiteres Angebot hätte, zum Beispiel divers, dann wird das nicht aufgenommen. Also ich kann jetzt hier gar nicht divers wählen. Ich mache das ein bisschen besser. Ich erstelle aus diesem Teil hier eine intelligente Tabelle, also markieren mit Ctrl-T oder Tabelle einfügen. Jawohl, die Tabelle hat eine Überschrift. Okay. Also ich mache hier nochmals eine Datenüberprüfung. Ich stelle den Cursor hinein, gehe zu Daten, Datenüberprüfung. Datenüberprüfung. Es ist immer noch eine Liste. Ich stelle das wieder ein bisschen weiter nach unten. Und zwar geht die Liste von dieser leeren Zelle bis zu divers. Okay. Die Auswahl steht mir hier sofort zur Verfügung. Und weil ich jetzt eine intelligente Tabelle hier erstellt habe, und jetzt kommt noch etwas dazu, Foto Session, dann wird das automatisch in diese intelligente Tabelle aufgenommen. Man sieht das an dieser kleinen blauen Ecke hier unten. Und wenn ich jetzt den Cursor in diese Zelle stelle, auf die Auswahl klicke, dann sehe ich die Fotosession ebenfalls hier. Natürlich muss ich das nun nach unten kopieren und ich habe das überall zur Verfügung. Hier oder hier. Und wenn ich jetzt hier unten eine weitere Fahrt mache, dann steht mir auch hier automatisch die Auswahl zur Verfügung, weil ich ja vorhin eine intelligente Tabelle gemacht habe, die das sofort merkt und also auch die Auswahl übernimmt. Das war's.